dass Burke noch am Leben wäre, um deinen Sieg zu feiern. Aber trotzdem, gut gemacht. Überfallen. Hoffentlich jedenfalls. Kehr bitte zum schwarzen Brett zurück. Bitte lass Captain Flint so langsam wie möglich sterben. Wenn du hier draußen eine Weile überleben willst, brauchst du einen besseren Schild. Mein untertänigster Vorschlag, besuche den alten Crimson Raiders Unterschlupf. Du wirst den Lift nehmen müssen. Ja. Durch der Dust fährt gehijackt. Wenn alles gut geht, sollten wir Sanctuary innerhalb eines Tages erreichen. Hyperion hat keine Truppen von New Haven abkommandiert, um uns zu verfolgen. Und ein Sandsturm hat ihre nächste Grenzstadt begraben. Wir müssen nur... Oh, verdammt! Alle weg von den Fenstern! Du hast eines von Helena Peers letzten Audiologs entdeckt. Sie war Lieutenant bei den Crimson Raiders, dem Anti-Hyperion-Widerstand. Ich wüsste zu gerne, was aus ihr geworden ist. Wenn du den Rest dieser Audiologs findest, kaufe ich sie dir gerne ab. Zusammen, wie geht's denn so? Hier ist Jack! Keiner bewegt sich! Was bedeutet das? Verzeihung, wie war noch Ihr Name? Pierce. Also, Miss Pierce, und bitte brechen Sie mir jetzt nicht das Herz und sagen, dass es Mrs. Pierce heißt. Dieser Zug gehört nicht Ihnen. Würden Sie sich bitte umdrehen und mich ansehen, meine Hübsche? Dieser Zug wurde rechtmäßig requiriert unter... Heilige Scheiße! Was ist denn mit Ihrem verfickten Gesicht passiert?
Also, ich mache Ihnen einen Vorschlag, Lady. Ich weiß nicht mal, wie ich Sie anreden soll. Sie erzählen mir, warum Sie so aussehen, als wären Sie in einem Bandschleifer gelaufen, und ich lasse euch alle gehen. Mein Mann hat mir einen Skek-Perlenring geschenkt. Die Perle hat hungerverursachende Pheromone freigesetzt. Oh, was soll ich sagen? Das tut mir echt leid. Verzeihen Sie, dass ich... Wo ist Ihr Mann jetzt? Er ist tot. Das bricht ein Herz. Oh, meine Güte! Haben Sie wenigstens was mit ihm gemeinsam? Für das Diamantpony ein. Ich wollte es dir zu Ehren Pissbirne nennen, aber das ist irgendwie pubertär. Wie wär's mit Arschgaul? Nee, das ist noch übler. Ich glaube, ich denke noch etwas drüber nach. Sind ein paar Medikits. Auf die Beine mit dir, Soldat!
klarstellen, das Diamantpferd, von dem ich dir erzählt habe, ist keine Skulptur oder sowas. Es ist ein lebendiges Pferd. Nur, dass es eben aus... weißt du was? Ich hole es schnell. Arschgaul! Ja, braves Mädchen. Oh, sag hallo. Arschgaul sagt hallo. Zündet die Lotte, ihr Hunde! Jetzt kann's rotzen! Wenn du einen Gegner mit einem toten Schädel neben seinem Namen siehst, dann gibt es Geld.
Trap hat also einen neuen Freund, hm? Ich muss sagen, der kleine Schrotthaufen fehlt mir. Die Geräusche, die er gemacht hat, wenn wir ihn angezündet haben. Mir kommen die Tränen. Achtung! Ich komme!